So, da sind wir dann auch wieder zurück. In der ersten Aufnahme haben wir ja gesehen, wie man die Keycard holen kann, je nachdem, Entschuldigung, welchen Eingang ihr nimmt, ob den Eingang bei den Containern oder bei dem Eingang von dem großen Loch, hier mit dementsprechend rein und rauskommt. Dann hin hier zum heiligen Baum, sag ich mal, bis zum Boot, wo ihr schon mal die ersten zwei Sauerstoffflaschen kriegt für die Anzug. Und in der letzten Aufnahme haben wir natürlich gezeigt, wie man eine Zelle machen kann aus Klebeband, Stoff und einem Stick, beziehungsweise einer handgemachten Axt oder einer handgemachten Keule. Einen Bogen und eine Bombe. Da brauche ich aber noch zweimal Alkohol, den kann ich nämlich noch zwei bauen. Batterien. Stoff. So, dann können wir hier praktisch. Dann sind auch noch ein paar Koffers, die ihr aufschlagen könnt, wenn ihr wollt. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nur im Schnelldurchgang, wie ihr halt dementsprechend die Sachen findet. Wenn ihr natürlich die drei Sachen habt, wie gesagt, die Keycard, also die Schlüsselkarte, den Tauchanzug und die Klettaxt, baut da oder versucht euch noch Gegenstände zu suchen, dass ihr nachher dementsprechend eigentlich praktisch voll gebombt seid, um dann zum Endgegner zu gelangen. Was ich natürlich hier in diesem Creative Modus natürlich dementsprechend nicht mache. So, haben wir nochmal einen Fisch. Neue Tierart entdeckt, ich sehe noch nichts. Vielleicht bist du leer. Oder was? Ach, da ist einer. Fische können die, glaube ich. Fische können die, glaube ich, maximal nur drei tragen. Fische können die nur drei tragen. Also den Auto was mit. Auf jeden Fall, wenn ihr vom Boot runterkommt, beziehungsweise da vom heiligen Baum habt ihr und dann halt so ein bisschen, also sagen wir vom Boot hochkommt und dann ein Stück links haltet, kommt ihr ja wie gesagt auf diesen Teich. Dann sollte eigentlich, wenn ihr euch jetzt nach links dreht, der Baum sein und noch ein Stück nach links das Boot. Wenn ihr natürlich komplett euch umdreht, habt ihr hinten nochmal einen größeren Teich mit einem eingeborenen Dorf. Da seid ihr falsch. Ihr müsst praktisch vom Boot die kleine Gasse hochkommen und ein Stück links halten, dass ihr zum Bach kommt. Und wenn ihr am Bach seid, am Teich, nach rechts gucken. So, das sind 90 Grad. So gefühlte, na, 60, 70 Grad nach rechts drehen. Und ein bisschen in diese Richtung laufen. Dann müsstet ihr auf Fidschis kommen und einen kleinen Felsvorsprung. Was weiß ich, einsammeln. Stoff. Dann kann man nicht wegkommen. Auf jeden Fall müsst ihr denn in diese Höhle, in diese Cave reingehen. Fragt mich nicht, welche Cave das ist. Manche haben ja dementsprechend paar Nummern. Ich kenne mich nicht aus, welche Cave, welche Nummer hat, ob das ist Cave 1, Cave 2, Cave 9 oder keine Ahnung ist. So, jetzt muss ich mal für mich einmal kurz das Bild heller machen. Dann kann ich nämlich ein bisschen weiter reingucken. Dann habt ihr da ein paar Arme. Hier, wenn ihr so eine Kiste sieht, so eine schwarze, die könnt ihr kaputt machen, habt ihr ein paar Klamottenteile drin. Dann müsst ihr an einem Seil vorbeikommen. Da geht ihr dran vorbei. Dann geht ihr hier. Haben wir hier nochmal so eine kleine Kiste. Dann nochmal Alkohol, das ist gut. Dann kommt ihr hier an den, ja, Passagier vorbei. So, könnt ihr da praktisch einmal links gehen, da müssen wir aber nicht lang. So nebenbei
Mit die Uhr. Achso, Kleingeld war das. Habe ich jetzt weiter. So, dann gehen wir hier lang. Dann habt ihr. Da hat das nichts. Okay. Dann habt ihr hier einmal Stoff. So, bevor wir jetzt da lang gehen, weil wir müssen da lang. Haben wir hier oben irgendwas Spezielles noch? Abgesehen von ein paar Leichen, ja, ein paar Passagiere. Ach, dann haben wir hier. Dann sind im Stall noch was eingebunkert. Haarspray, hier haben wir nochmal ein Toy. So, das wäre hier dementsprechend nochmal. Dann mal nochmal eine Uhr, nochmal ein Sticky. Auf jeden Fall müssen wir dementsprechend da unten lang. Manchmal hat man Glück und man kann rüberspringen. Aber ihr haut das schön kaputt. Und dann immer schön achten beim nach vorne laufen, weil meistens habt ihr den Abgrund da und fällt dann praktisch auf die Fresse. Hier müssen wir gleich runter. Jetzt gucke ich aber vor euch nochmal. Hier hinten, genau, dann ist auch nochmal was. Und zwar habt ihr einmal Flair. Eine Taschenlampe, paar Snacks und Trinken, einmal Klamotten, was auch immer das für Klamotten sind. Dahinter habt ihr eigentlich nichts. Auf jeden Fall habt ihr hinten in der Ecke noch mal ein bisschen Snacks und Trinken, mit Flair und auf jeden Fall die Taschenlampe. Dann geht ihr wieder zurück und klettert hier wieder runter und dann müsst ihr aufpassen, weil da kommt der nächste Absprung. Dann müsst ihr den auch dementsprechend runterklettern. Manche Kletteraktionen sind ein bisschen länger, manche sind kürzer. Und dann, wenn ihr unten seid, folgt ihr einfach praktisch nur noch den Weg, sammelt hier das heilige Kreuz auf. So, nach rechts habt ihr nichts und nach links habt ihr denn die Tauchausrüstung plus nochmal einmal auf jeden Fall zwei Druckluftdinger. So, ihr könnt jetzt praktisch hier durchschwimmen, wenn ihr wollt, zum Erkunden. Ich mache es nicht, denn ich gehe jetzt praktisch wieder, denke ich, zurück. Richtung der Kletteraxt. Also die Aufnahme ist mal, ich stehe mal gerade bei 8 Minuten 45. Also die ist deutlich jetzt kürzer als die erste in der Keycard. Da geht's hoch. Wie gesagt, also mit 2 Stunden müsst ihr auf jeden Fall rechnen, eher weniger. Aber nicht mehr wie 2 eigentlich. Dann nehmen wir hier natürlich den Weg. Oh. Also Stoff ist immer gut. Kombinieren, 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 kombinieren. So, eine Uhr habe ich noch, ne? Genau. Also ich brauche noch einmal Alkohol, dann kann ich noch eine. Also sowas, ne? Klamotten. Kann man so mitkriegen. Deswegen, wenn es geht, immer so viel Klamotten mitnehmen, wie es geht. So. Huch. Oh, die Zeitung übersehen? Okay. Sonst nichts.
So, da oben war ich ja schon. Jetzt haben wir noch ein paar Münzen. So, ich könnte jetzt praktisch um den Weg rausgehen, den wir reingekommen sind. Oder ihr klettert einfach das Seil hoch. Ich würde euch empfehlen, auf dem Rückweg das Seil hoch zu klettern, weil das deutlich einfacher ist. Auch wenn ihr, sag ich mal, am Arsch der Welt rauskommt. So, jetzt muss ich erstmal selber gucken, wo wir sind. Okay, das ist der andere heilige Baum. So, was haben wir? Die Pflanze noch mit. Okay, das Wasser. Das ist schön. Am Wasser halten. Natürlich haben wir jetzt natürlich die Karte nicht, also die Map nicht, die man normalerweise findet, wenn man sozusagen einmal stirbt und dann in die Höhle verschleppt wird. Dann kriegt man nämlich dort einmal Karte. Aussichtsturm, genau, jetzt sind wir bei den Containern hier. Okay, da sind wir auch dann wieder richtig. Jetzt haben wir nochmal Alkohol. Auch wenn ich gerade schon dabei bin. Achso, Platina. So. Eine hätte ich noch. Aber da ich keine Uhren mehr habe, vier müssten, sollten reichen. Ich habe auch noch den Fingerdünger mit. Also alles, was leuchtet, einmal kurz rüber machen, dass es dann danach beim nächsten Mal, wenn ihr im Inventar seid, nicht mehr leuchtet. Falls euch das nervt. Wenn ihr dann irgendwie so mal durchfangt, könnt ihr euch natürlich dementsprechend auch eine Rüstung bauen. Oder mit ganz vielen Blättern vielleicht eine Stealth-Rüstung. Aber die ist natürlich, eine Stealth-Rüstung ist natürlich dementsprechend nicht so effektiv, als wenn ihr eine Rüstung macht aus ja, Echsenhaut oder später, wenn ihr nachher irgendwelche Mutanten platt macht, dort dann was macht. Ich würde auch empfehlen, zum Demon mit dem Speer zu verfolgen und Platz zu machen. Dann habt ihr nämlich mehr Chancen, sie zu treffen, als wenn das ohne Speer macht. Jetzt habe ich aber kurz die Helligkeit wieder runtergedreht. Und dann bin ich ein bisschen durch. Hier haben wir ein bisschen Armor. Die könnte man jetzt mit den Blättern machen. Dann haben wir nämlich Tarnanzug zum Beispiel. Aber da bringt nicht so viel, als wenn nur gleich die Echsenhaut gleich separat oder eigenständig anlegt. Also müsst ihr ein bisschen rumfuchteln. Also ihr könnt das immer so machen, dass sie das macht und dann erst als Tarnrüstung macht und nachher nur die Echse, denn je nachdem weit ihr kommt, will nachher sowieso im Creative Mode seid. Da habt ihr auch gesehen, dass wir keine Gegner haben. Ich bin der Meinung, dass wir aber in der PC-Version man das dort einen aufstellen konnte. Kann ich das hier einstellen? Nee, habe ich auch nur nachwachsende Bäume oder Zerstören von Gebäuden erlauben. Nee, steht hier sonst auch leider nicht mit drinne. Aber ich glaube, beim PC war es so, dass man im Creators-Modus denn dort auch dementsprechend den Gegner ein- und ausschalten konnte. Und ich hoffe, dass sie das hier vielleicht noch mit dann reinmachen mit dem Update. Also ich habe gehört, die sollen ein Update im Dezember bringen. Vielleicht machen sie es ja dann, dass man im Creative-Modus hier auf der Konsole dementsprechend das dann auch
machen kann. Ach ja, oder Leiche. Was ist das? Geld. Doch, da. Hab doch gehört, ich habe stehen gehört. Falls ihr dann mal so an so einem Feld vorbeikommt, könnt ihr gerne mal speichern. Ich hätte gerne einen Hasen. Die sind aber richtig flink. So schwer, so einen scheiß Hasen zu treffen. Der nicht. Der aus einem Hasen. Fell und ein Seil oder Hasenfelle und ein Stück Stoff könnt ihr euch einen Beutel machen für kleine Steine. Dann könnt ihr nämlich anstatt 5, glaube ich, 10 tragen. So, wir müssen erstmal darüber, damit man das denn für euch oder irgendwie das dann besser und leichter habt und einfacher habt. Dann halt dementsprechend nach der Keycard und der Tauchausrüstung, je nachdem wie rum, oder erst der Tauchausrüstung und dann der Keycard, dementsprechend dann zur Kletterachse kommt. Und zwar kommt ihr normalerweise dann halt den kleinen Hügel hier hoch, an diesem Zeltlager vorbei. Landest du oder fliegst du weiter? Fliegst weiter, ne? Oder fliegst weiter, gut. Kommen wir an diesem Loch vorbei, in dem wir nachher so oder so rein müssen. Neuer Eintrag in die To-Do-Liste, da könnt ihr eigentlich praktisch immer denn das Buch aufmachen. Praktisch dann einmal komplett nach links scrollen, dass ihr auf diesem Menü seid. Dann braucht ihr einfach nur praktisch da runter gehen und dann seht ihr das, was ihr machen müsst. Und dann könnt ihr dementsprechend wieder rausgehen. Auf jeden Fall geht ihr an diesem Loch vorbei und dann kommt ihr auf diese Öffnung zu. Manche kennen diese Öffnung oder kennen halt neben dem, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, dem Arschloch, hier links dieses Gebiet, weil da lag zu Anfangszeiten zum Early Access Bereich, bevor halt der Force komplett veröffentlicht wurde, hier immer das Cockpit, wo die Flare Gun drin war. Jetzt liegt das Cockpit ein Ticken, Ticken weiter links im Schneegebiet. Da kommen wir am Ende des Videos nochmal drauf. Auf jeden Fall ist hier die Aufnahme vorbei. Und dann zeige ich euch von hier aus, wie ihr ernsthaft. Die hat nur eine Fehl. Willst du mich gerade komplett lassen? Lässt nur eine Fehl los. Okay. Da haben wir jetzt ein paar mehr. Habe ich. Sehr gut. Fünf. Fünf. So, dann wähle ich einmal den Bogen aus. Jetzt will ich einmal kurz den Vogel abknallen. So, jetzt habe ich eine Trophäe bekommen für Vogel. Birdseye. Deswegen habe ich es einmal machen wollen.
Flasche wahrscheinlich dementsprechend mit. Da. So. Kommt hier nochmal ein Vogel, dass ich dann nochmal zwei Federn kriegen könnte? Oder schlafe ich erstmal noch eine Runde? Und was denn? Ach komm, ich gehe schnell nochmal zurück. Wird nämlich dunkel. Im Dunkeln möchte ich da nicht unbedingt lang gehen. Weil kann ich mich nämlich nicht so gut orientieren. Mein Gott, was für ein Wort. Was ich auch eben gerade aufgesammelt habe. Ach, irgend so Matschgedöns. Verstehe. Okay, die kann ich nicht mehr weiter aufnehmen, Stickies. Das ist gut. Da habe ich dann wieder 10 von 10. So. Den speichere ich einmal kurz. Da seht ihr, da habe ich auf Tag 2 schon mal mit friedlich angefangen. Da hatte ich jetzt schon alles eingesammelt, bis auf die Kletteraxt. Weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wo die Kletteraxt ist, in der Variante. Aber jetzt weiß ich's. Dann speichern wir hier einmal kurz. Schlafen kommen wir gerade eh nicht. Genau, zwei Fehler will ich noch haben. Den kann ich nämlich dann wieder. Kann ich mir ein paar mehr Pfeile machen. Komm. Wie habe ich denn eigentlich meine Interface? Hier kann ich hier mit der Sicht vorgehen, ne? Entschuldigung. Also ich habe so einen Kopfhörer auf dem Kopf. So, das ist jetzt übernommen. Surround. Ja, gut. Ups. Kontrolllautsprecher lassen wir mal an. Leistungs. Was auch immer der Leistungsmodus ist. Wir haben es mittlerweile schon dunkel. Ich kann mein eigenes Auge nicht mehr sehen. Nur die zwei Zelte und halt die Schneelandschaft hinten. Und die Sterne. Und irgendwelche Geräusche. Komme ich mehr zu schlafen. Nebenbei, ihr müsst euch nur wieder mal ein Feuerchen machen, damit ihr nicht erfriert. Jetzt wird's hell. Doch den Hasen gesehen. Konnte nur nicht im Licht orten, wo genau er saß. So, nehme ich jetzt nämlich dich. Ein Gaszeug habe ich jetzt genügend. So. Blätter könnt ihr auch immer gerne ein paar mitnehmen, wenn ihr schon dabei seid. So, hier waren die ganze Zeit. Da kamen dann auf einmal die ganzen Vögelchens. Da kann jetzt auch nochmal ein Vogel kommen, dann kann ich nochmal zwei Federn klauen und mir dann nochmal ein paar Pfeile craften. Nebenbei von mir aus gesehen, bei einer so grob mittig das Cockpit.
1, 2, 3, 4, 5. 1. Fertig. Grob das Cockpit. Und dann könnt ihr links. Jetzt muss ich einmal kurz die nehmen. Könnt ihr in die Richtung hinten vielleicht ein paar Zelte sehen? Da war vorher der Eingang zur Kletteraxt. Der ist jetzt aber weg. Der ist jetzt auf diese Seite gewandert. So, dann mache ich hier kurz einen Cut. Ihr wisst jetzt aus dem ersten Video, wie ihr die Keycard kriegt und findet. Ihr wisst jetzt aus dem zweiten Video, wie ihr die Tauchausrüstung findet, inklusive zwei Druckluftbehälter, also für Sauerstoff. Wie gesagt, mit dem ersten Video gerechnet, den halt vier. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr an die Kletteraxt kommt, die ihr nicht unbedingt braucht, aber sie wäre vom Vorteil. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.